Na toll. Immer wenn ein Video über 2 MB groß ist. Nee, GB natürlich. Scheint Hypercam diesen Fehler zu kriegen. Na toll. Und jetzt habe ich ganz offensichtlich auch den Fehler wieder. Dass es diese Access Violation kriegt. Warum ist da File Not Found? Die File ist doch found. Ach toll. Dann ist es jetzt also schon wieder weg, so wie es aussieht. Ja, toll. Ist das also tatsächlich auch so eine Backstage, so wie es aussieht? Rosenkreuz-Stilette. Das ist echt mal nicht wirklich gut. Das immer wieder passieren kann anscheinend. Dass es einfach mal sagt, File Not Found, obwohl alles da ist. Hä? Mit welcher Taste geht das? Hä? Ja toll, jetzt weiß ich nicht, welche Taste das ist. Na super, dieser nervige Debugger. Also irgendwie ist Freudenstachel generell ein bisschen problematisch als das normale RKS, habe ich so das Gefühl. Was zum Teufel ist die Tastenbelegung? Oh, jetzt sehe ich es nicht mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Passwort eingeben soll. Ich kann nur alle Tasten durchprobieren, so wie es aussieht. Strg macht nichts, Shift macht nichts, QW macht alles nichts. Enter sagt wohl bestätigen. Was gibt's denn noch? Sonst gibt's doch keine Tasten in diesem Spiel. Ah! Obwohl, was war das jetzt? Hä? Wie habe ich das jetzt gemacht? Ach, mit E! Keine Ahnung, warum das E ist. Das heißt also, im Klartext, dass ich diese Stages nicht nur alle am Stück schaffen muss, leider. Sondern auch jedes Mal beten, dass es nicht abstürzt. Also der Absturz scheint zwar relativ selten zu kommen, aber leider kann er überhaupt kommen. Und anscheinend nur dann, wenn der Debugger an ist. Zumindest ist es ohne Debugger nie passiert. Vielleicht ist es ja... Obwohl, nee, wird wahrscheinlich kaum ein bekanntes Problem sein, weil ja nur ich mit Debugger spiele.
wirst du da oben nämlich wieder unschaffbar. Hä? Warum geht es noch da? Na super, es ist wieder unsichtbar. Ah, jetzt sieht man wieder was. Nur weil da der Geist ist. Der will mich jetzt aber umrammen. Na toll! Er hat mich runtergerammt. Und jetzt habe ich nicht gesehen, wo die Plattform war. Okay, also wenn so eine Plattform eine Null anzeigt, dann bleibt sie offensichtlich ein kleines bisschen länger als eine Sekunde da. Zum Glück ist das aber nur hier wichtig, weil ich hier dann auch einfach abkürzen kann. Okay, also bis hierhin ist es wohl alles schaffbar, aber das, keine Ahnung, wie das gehen soll. Was wäre denn da noch alles gewesen? Teufel! Das geht doch nicht! Auch die ganze Zeit diese depressiv machende Musik. Hat diese Musik ein Japaner komponiert, der gerade von seiner Freundin verlassen worden ist? Ganz ehrlich. Also links gehe ich hier mit Sicherheit nicht lang. Das kannst du vergessen. Mal gucken, ob sich hier irgendwas machen lässt. Mal hier stehen bleiben. Ich will echt abwarten, bis der Geist kommt. Ich muss den aber aushämmern. Ach toll, da wäre eine Plattform gewesen. Sag das doch mal einer. Aber am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn ich den Geist einfach nicht aushämmern würde. Knapp. Nein! Das sind viel zu viele von diesen Knallschädeln. Ich wollte da unten drauf landen.
Und ich habe einen verdammten Krampf in der linken Hand. Also ich weiß nicht, ob ich das Spiel heute durchzocken werde. Ich werde es jedenfalls versuchen. Normalerweise gibt es ja einen Absturzberg. Leider. Ich muss rausfinden, ob man gegen den dann irgendwas tun kann. Oh nein! Na toll. Warum hat man sich das ohne depressiv machende Musik ausgedacht? Normalerweise sind Japaner doch gar kein so depressives Volk. Teil. Japaner sind doch normalerweise lebensfroh. Sind ja schließlich keine Griechen. Ich falle hier immer gleich runter. Aber ich habe keine Ahnung, wie zum Teufel ich diesem Schädel ausweichen soll. Der hämmert einen immer weg. Das war jetzt wieder zu überhastet. Das ist ja unmöglich. Immer in dem Moment, wo ich springe. Das wartet die ganze Zeit. Und wenn ich dann springe, dann schießt es mich weg. Ich muss das jetzt einfach mal anders machen. Oh, toll. Sag mir, wie man da durchkommen soll. Diese Schädelteile sind ja unfair. Und zwar bis zum geht nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich kann ja auch nicht abwarten, weil die Plattform immer weiterfährt. Ja, toll! Wenn ich dann nämlich da unten bin, dann fällt es ja einfach nur runter. Und dann bringt mir das überhaupt nichts, dass ich da bin.
Das heißt, die einzige Chance, die ich habe, besteht darin, dass ich da irgendwie gleich durchkomme. Aber wie? Das wäre auch wieder eine Situation, wo ich alles freut, ja, wahrscheinlich verzweifeln wird. Weil die ja keinen aufgeladenen Sprung hat. Beziehungsweise ich werde als Freud ja wahrscheinlich andauernd Flügelenergie farmen müssen. Ich war schon so gut wie beim Mittelpunkt. Na toll. Wenn es so weitergeht, verschiebe ich dieses Level erstmal auf später und versuche die anderen. Also eigentlich hatte ich ja die Parallel Stage sogar schon geschafft, aber dann hat natürlich dieser Absturzteufel wieder zugeschlagen. Wobei die Parallel Stage jetzt auch nicht so schwer war. Aber diese Stage hier ist wirklich schwer. Erfordert sehr viele Versuche, wenn du mich fragst. Aber würde ich gern wenigstens mal bis zum Endboss schaffen. Immer noch keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Also auf diese Plattform da oben kann ich nicht springen. So viel ist sicher. Ich sollte also so tun, als wäre die gar nicht da. Ich muss also irgendwelche Sperrenzchen auf der Plattform machen, auf der ich stehen kann, anscheinend. Genau so! Endlich! Wann kommt jetzt der Endboss? Mal sehen, ob ich gegen den Doppel-Endboss eine Chance habe. Natürlich kommen dann beide gleichzeitig. Hä? Natürlich schießen so Laserstrahlen. Hä? Hä? Die haben ja noch gar keinen Strich verloren. Na jetzt? Das ist ja mal ein fieser Boss. Wäre das Level nicht schon fair genug gewesen. Ich habe keine Chance. Aber ich muss das jetzt schaffen. Und wenn ich mir E-Tanks cheaten muss. Ich habe hier keine Chance zu treffen irgendwie. Selbst wenn ich treffe, sieht es ja so gut wie nichts ab. Hä? Die heilen sich, oder was? Sehe ich das richtig? Ach, wenn man den falschen Boss trifft, dann kriegen die wieder Striche. Man muss also schauen, dass man den richtigen Boss erwischt. So eine Idee muss man ja auch erstmal kommen. Muss man ja ständig aufpassen wie ein Luchs, dass man immer auf den richtigen Boss losgeht.
Sonst wird's nämlich nix. Und ich brauche jetzt nämlich E-Tanks. Na super, welcher Boss ist denn jetzt der richtige? Ja. Jetzt wird's schwer. Stimmt's? Denn die noch fieser. Würde ich mal sagen. Na, das war jetzt aber der richtige. Nee, der Boss hat nur noch drei Striche. Okay. Werden immer noch geheilt, wenn man den falschen Boss trifft. Also da habe ich jetzt mehr als 9 E-Tanks gebraucht, das hat man ja gesehen. Wenn ich Pech habe, dann gibt es wieder einen Absturz und ich darf das alles nochmal machen. Aber das kommt dann in einem neuen Video. 10.